Das Ziel vom HIV-AIDS-Projekt: Gesundheit erhalten mit Prävention durch Aufklärung, Information und Ausbildung. Menschenwürde bewahren in der Bekämpfung von der Stigmatisierung und Ausgrenzung. Ich möchte mich bedanken beim Andrew Lussey, ÖRK Kinshasa, für seine Begleitung. Und beim Andreas Zimmermann, Fotograf aus Basel, für seine technische Unterstützung. In Afrika südlich von der Sahara befinden sich 75% von allen weltweit an HIV/AIDS erkrankten Menschen. Mission 21 ist seit über 100 Jahren mit Partnerkirchen in der Demokratischen Republik Kongo verbunden. Die Schwerpunkte bis jetzt sind Projekte in der Landwirtschaft, in der Schule, in der theologischen Ausbildung und im Gesundheitsbereich gewesen. AIDS hat sich jetzt zu einer menschlichen Katastrophe entwickelt, die es jetzt zu bewältigen gibt. Als HIV-AIDS-Beauftragte bin ich letzten August in Kongo gereist, um persönliche Eindrücke für unser geplantes Engagement zu sammeln. Nach einem 9-stündigen Flug bin ich in Kinshasa gelandet. In dieser 5-Millionen-Stadt spürt man das pulsierende Leben. Hier lerne ich Mama Aline kennen. Sie erzählt mir ihre Geschichte. Vor 10 Jahren hat sie in einem Nachruf aus der Zeitung erfahren, dass ihr Mann an AIDS gestorben ist. Sie hat sich anschliessend testen lassen. Das Resultat: Sie ist positiv. Ihre Welt ist zusammengebrochen. Die Familie von ihrem Mann hat Kinder genommen und sie ist aus dem Haus vertrieben worden. Sie ist in eine tiefe Verzweiflung gefallen und hat nicht mehr ein- und ausgewusst. Sie ist krank geworden. Ein paar Frauen aus der Kirche haben sich ihr angenommen und mit der Zuwendung ist ihr Lebensmut mit der Zeit zurückgekommen. Bald hat sie anderen positiven Frauen in ähnlichen verzweifelten Lagen können beistehen. Die positiven Frauen mit ihren Kindern finden hier Trost, Unterkunft und sie sind nicht allein. Mama Aline ist ein beeindruckendes Beispiel von einer mutigen Einzelkämpferin. Das Haus ist geführt von und für positive Frauen. Die Kinder, das sind alles AIDS-Waisen, die das Glück haben, bei einem Hilfsprogramm teilzunehmen. Sie sind gut ernährt, können in die Schule und haben eine Zukunft. Im Gegensatz zu den Kindern, die von Verwandten oder Familien betreut werden. Das bedeutet eine grosse Belastung, da sie selber in grosser Armut leben. Wie findet die Grossmutter die Kraft? Die Fahrt nach Batambasolo würde bei diesen schlechten Strassenverhältnissen etwa 2 Tage dauern. Die Strecke legen wir mit dem Flieger zurück und dauert ca. 50 Minuten.
Die Straße, sie ist während der Regenzeit oft unpassierbar, führt nach Matamba Solo. Meine Unterkunft während der nächsten 10 Tage. C'est le docteur Madidi Fidel, médecin directeur de l'hôpital de référence Wambaluadi. Nous venons présenter un message. Während der Führung durch das Spital erfahren wir, dass das Testen von Spendenblut auf den HIV-Virus nicht möglich ist. Eine weitere Gefahr, infiziert zu werden. Der Pfarrer von unserer Kirche nimmt mich mit auf einen Krankenbesuch. Feli, 31 Jahre alt, ist im AIDS-Endstadium. Sie erzählt, wie sie vor ein paar Jahren krank geworden ist, wo sie noch in Kinshasa gewohnt hat. Ihr Mann ist dort gestorben, vermutlich auch an AIDS. Allein und krank mit 3 Kindern hat sie beschlossen, zurück nach Matamba Solo zu gehen. Dort hat sie Unterstützung durch die Familie. Eines von ihren Kindern ist in der Zwischenzeit ebenfalls an AIDS gestorben. Die Feli weiss nicht, dass sie AIDS hat. Sie glaubt, sie hat Tuberkulose. Während dem Spitalaufenthalt ist sie getestet worden. Sie ist positiv. Damit sie nicht aus der dörflichen Gemeinschaft ausgeschlossen wird, teilt der Arzt ihre und ihren Verwandten das Resultat nicht mit. Die Feli ist 2 Monate nach unserem Besuch gestorben. Unsere Ziele in den Projektländern. Der Dialog mit den Partnerorganisationen zum Thema HIV/AIDS aufnehmen. Ein Beitrag leisten zur Verhinderung des sozialen Ausschluss von Personen mit HIV/AIDS, von der Stigmatisierung und Ausgrenzung. Aktivitäten zur Prävention, z.B. Theater mit und für Jugendliche. Der Erfahrungsaustausch, Ausbildung und Vernetzung der Partnerorganisationen zum Thema HIV/AIDS. Aktive Beteiligung der Partner bei der Planung und Durchführung der Projekte.
Das stärkt erfahrungsgemäß die Wirkung der Präventionsprogramme. Die Verbreitung von HIV-AIDS lässt sich nicht von einem Tag auf einen anderen verhindern. Es bleibt noch viel zu tun.